Ich hatte Ihnen, glaube ich, das Bild gar nicht freigeschaltet. Naja, egal. Vielleicht später nochmal. Jetzt kommen wir dann wieder zum Ernst zurück, nämlich zum vierten Satz dieses wunderbaren Klavierquartetts. Rondo alla Zingarese. Sie werden möglicherweise das typisch Zigeunerische, wenn Sie es nicht ohnehin schon längst kennen, besser wiedererkennen nach diesem kleinen Vorspann. Also, wir fangen an. Moment, was habe ich denn nun hier wieder gemacht? Das ist ja alles kaum zu glauben, wie ich immer mich hier durch die Reihenfolge verwirren kann. Also, wir fangen wie immer erstmal mit der Klavierversion, also mit der Quartettversion an. Da haben wir dann auch das erstmal das Hauptthema. Und dann eben noch das Mittelthema. Erstmal Haupt. Das eine und jetzt das andere. Tja, und bin ich auch richtig mit Mikrofon? Jawohl. Dann jetzt das Ganze in der Orchesterversion, also diese beiden Schnibbel in der Orchesterversion, arrangiert von Schönberg. Thank you.
Tja, auch hier immer drauf hören, was unterhalb der melodieführenden Stimme passiert. Und ich meine, hier haben wir in den Bässen eben ein Stampfen und ein, so quasi hört man die da rumtanzen. Das kann man in dem Quartett so nicht bringen. Also insofern, zumindest in diesem Satz ist das Orchester dem Quartett deutlich überlegen. Bei den anderen Sätzen nicht so unbedingt. Aber hören wir noch das zweite Stück. So, jetzt bin ich mit meinen Schnipseln am Ende. Jetzt, das war sozusagen jetzt die Vorbereitung, jetzt geht's los. Man kann umgekehrt sagen, wer sich nur grob über dieses Quartett informieren wollte und seine Orchestrierung, der kann jetzt abschalten.